Die Europäische Kommission in Brüssel hat das operationelle Programm des ESF 2014 bis 2020 für Südtirol genehmigt. Das Programm ist mit insgesamt 136 Millionen Euro ausgestattet. Um die blockierten Projekte der ESF-Programmperiode 2007 bis 2013 zu einem Abschluss zu bringen und die Periode 2014 bis 2020 bestmöglich einzuleiten, arbeitet das Land mit dem Dienstleistungs- und Forschungszentrum zur Modernisierung der öffentlichen Verwaltung, Formez BA, zusammen, eine Einrichtung des Ministerratspräsidiums. Wir sind jetzt also mit allen Programmen auf Schiene, ELO im Bereich der Landwirtschaft, das EFRE-Programm für die Infrastruktur, Forschung, Entwicklung und eben das ESF-Programm für den ganzen Bereich der Aus- und Weiterbildung, Umschulung und so weiter. Wir sind jetzt eigentlich sehr schnell gewesen in diesem Genehmigungsverfahren. Wir waren ja in Rückstand aufgrund der bekannten Probleme auch in den zuständigen Ämtern, aufgrund der Probleme mit der alten Programmperiode. Das neue Programm ist dann sehr rasch aufgestellt worden, vorgelegt worden und nun auch von Brüssel definitiv genehmigt. Mit heute werden die Gewässer in Südtirol höheren Schutz erfahren. Die Landesregierung hat die Kriterien für die Ausweisung sensibler Gewässer beschlossen und genau festgelegt, was erlaubt und was verboten ist. Sinn ist, eine Balance zwischen Schützen und Nützen zu finden, mit dem Ziel, eine möglichst nachhaltige Nutzung der Ressource Wasser im Land zu gewährleisten. Wir als Landesregierung haben gesagt, für uns ist das oberste Ziel, eine Balance zu schaffen zwischen Schützen und Nützen. Nun zu den Schutzkriterien. Diese Bestimmungen gelten, so wie es auch schon im Gesetz vorgesehen ist, nur für neue sowie bereits eingereichte und im Zuge des Genehmigungsverfahrens noch zu veröffentlichende E-Werksprojekte. Das heißt im Umkehrschluss, keine Anwendung finden die Kriterien bei bestehenden Anlagen beziehungsweise bei Erneuerung bereits bestehender Konzessionen. Auf Antrag von Bildungslandesrat Philipp Achammer hat die Landesregierung die Wettbewerbsausschreibung zur Gewährung von Studienhilfen an Schüler genehmigt, die im Schuljahr 2015-2016 die Grund- oder Mittelschule besuchen, mit besonderer Berücksichtigung all jener Schüler, die außerhalb wohnen müssen, um die Schule besuchen zu können, also entweder in Heimen oder anderen Unterkünften untergebracht sind. Für das Schuljahr 2015-2016 ist ein Beitrag von 394.940 Euro vorgesehen.